Ohne staatliche Kontrolle würde unser Gemeinwesen im Chaos versinken, etwa wenn die Polizei ihre Auflösung beschließen würde. Aber es gibt durchaus Bereiche, wo der Staat Kontrolle delegieren kann. Wann funktioniert Selbstkontrolle und wann ist definitiv der Staat gefordert? Darum geht es jetzt in Alpha Demokratie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns eingeschaltet oder im Netz aufgerufen haben. Manche rufen ja nach mehr staatlicher Kontrolle. Nur mit Verboten könne etwa der Klimawandel eingedämmt werden. Andere wiederum setzen auf Selbstkontrolle und Freiwilligkeit. Da soll dann etwa die Süßwarenindustrie von sich aus die Zuckerzufuhr reduzieren. Wann ist der Staat wirklich gefragt und wann kann er seine Kontrollpflicht abgeben? Darum geht es jetzt in Alpha Demokratie. Und dazu haben wir Professor Johannes Wallacher eingeladen. Er ist Ökonom und Philosoph und Präsident der Hochschule für Philosophie München. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Sie. Herr Professor Wallacher, lassen Sie uns über den Menschen reden. Ist der Mensch grundsätzlich dazu befähigt, sich selbst so einzuhegen, dass dem Gemeinwesen kein Schaden entsteht? Was sagt da die Philosophie? Da gibt es sehr unterschiedliche Denkrichtungen dazu. Und schon wenn wir Beginn der Neuzeit verschiedene Philosophen anschauen, zum Beispiel Thomas Hobbes, Begründer der Staatsphilosophie, der davon ausgeht, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und ohne Staat, ohne Gesetze, ohne Kontrolle ist es ein Krieg aller gegen aller. Und aus Eigennutz kommt der Mensch dazu, einen Staat und Kontrollmechanismen zu gründen. Andere Philosophen wie Adam Smith, ähnliche Zeit, sehen das sehr viel differenzierter. Obwohl er von den Ökonomen als der Begründer des Homo economicus gilt, hat er ein sehr viel weiteres Spektrum von Verhaltensannahmen. In seinem moralphilosophischen Hauptwerk geht er davon aus, dass der Mensch Sympathie, also die Fähigkeit, am Schicksal anderer teilhaben zu können, hat und gleichzeitig im ökonomischen Bereich auch Eigeninteressen zu vertreten, also sehr viel differenzierter. Es hängt sehr stark von der Konzeption des Menschen ab. Philosophen definieren ja sehr gerne, schauen wir erstmal auf den Begriff staatliche Kontrolle. Bedeutet das ganz einfach, der Staat setzt die Regeln und er setzt sie dann auch selber durch? Das ist im Grunde das, was man klassischerweise Hard Law nennt. Das ist der Bereich der gesetzlichen Regulierung. Das ist die klassische Aufgabe des Staates, bestimmte Regeln zu definieren und die dann auch durchzusetzen und zu sanktionieren, wenn sie nicht eingehalten werden. Darüber hinaus haben wir viele andere Formen von Kontrollen. Wir haben die Eigenkontrolle, wir haben die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die wir heute sprechen, eher im Bereich des Soft Laws. Wir haben aber auch andere Kontrollmechanismen. Wenn heute zum Beispiel kritische Verbraucherverbände eben auf die Produzenten schauen oder NGOs eine Watchdog-Funktion übernehmen oder wenn die Anteilseigner bei Mitgliederversammlungen dem Vorstand nicht die Entlastung geben. All das sind verschiedene Kontrollmechanismen. Dann schauen wir noch mal auf die Selbstkontrolle. Da steht ja oft das Wörtchen freiwillig dabei, aber ganz so frei ist die Selbstkontrolle dann auch wieder nicht, oder? Nein, im Grunde gibt es einen verschiedenen Anreiz. Es geht um die Frage, Akzeptanz zu sichern. Das ist zum Beispiel auch ein großes Argument, eine große Motivation heute für Unternehmen, sich ein viel ökologischeres, sozialeres Image zu geben, weil man vermeintlich dadurch sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Wettbewerbern verspricht und dadurch bestimmte Kunden auch akquirieren möchte. Bei Banken und Finanzgeschäften gibt es in der Regel eine starke staatliche Kontrolle. Ist das auch gut so und wichtig so, weil das eben auch ein Bereich ist, der auch sehr explosiv sein kann? Ja, richtig. Und jeder Ökonom lernt in der Grundvorlesung, dass bei bestimmten Finanztransaktionen der Markt versagt, weil es systematische Informationsungleichgewichte zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer gibt. Und die müssen ausgeglichen werden durch entsprechende Regularien und auch durch Kontrollmechanismen. Daraus gibt es die Schufa-Regel, daraus leiten sich eben auch zum Beispiel die Legitimation von BaFin und anderen Organisationen ab. Ja, aber nicht überall gibt es wirksame staatliche Kontrolle, wo Menschen auch viel Geld verlieren können. Ein Beispiel: Wohnungsgenossenschaften. Eigentlich natürlich eine sehr gute Sache bei explodierenden Mieten in den Metropolen. Aber leider gibt es bei den Wohnungsgenossenschaften auch schwarze Schafe. Matthias Köhn, 40, aus Ostbayern, geriet vor einigen Jahren in die Wohnungsgenossenschaft Grundwerte EG aus München. Ihm wurde eine Art Bausparvertrag vermittelt, über den er zugleich Mitglied in der Genossenschaft wurde. Mit monatlichen Raten zu 50 Euro sollte er insgesamt 7.200 Euro ansparen. Nun ist das Geld weg. Es ärgert mich so richtig, dass man einfach die kleinen Leute ausnimmt wie eine Weihnachtsgans und nichts passiert.
Was war ihm passiert? Er brauchte das Geld und kündigte den Vertrag. Doch er kam aus der Genossenschaft nicht raus. Er hatte 5 Jahre Kündigungsfrist und die Verpflichtung, weiter einzuzahlen. Die Chancen, dass ich mein Geld wiederbekomme, ist eher gegen null. Denn nun gibt es die Genossenschaft gar nicht mehr. Hier in dieser Münchner Trabantenstadt hatte sie ihren Sitz und einige Wohnungen. Sie wurde wegen unerlaubter Geschäfte zwangsweise geschlossen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Der Genossenschaftszweck wurde missbraucht, viele Millionen Euro Verlust angehäuft. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen die Verantwortlichen. Wir erfahren mehr bei der Verbraucherzentrale in Frankfurt. Schwarze Schafe unter den Wohnungsgenossenschaften sind Wolf Brandes schon länger ein Dorn im Auge. Die Beschwerden häufen sich. Fehlt eine Aufsicht? Wohnungsgenossenschaften werden wie alle Genossenschaften von Prüfverbänden kontrolliert. Und diese Prüfverbände sind wiederum Zusammenschlüsse, Vereine, die nicht staatlich sind, sondern privatwirtschaftlich. Und die können sehr unterschiedlich groß sein. Und die kleinen Prüfverbände, die sind vielleicht auch nicht so professionell wie eine staatliche Aufsicht. So lange versuchen die Verbraucherzentralen weiterzukämpfen, damit Bürger wie Matthias Köhn nicht auf schwarze Schafe hereinfallen können. Damit also skrupellose Geschäftemacher die Genossenschaftsidee missbraucht und private Prüfverbände haben das Ganze nicht gemerkt. Herr Professor Wallacher, wäre das nicht ein Fall für staatliche Kontrolle? Sicherlich. Wir müssen uns klar bewusst werden, dass auch vermeintlich gute Aktivitäten, wie dazu die Genossenschaft gehört im wirtschaftlichen Bereich oder Nichtregierungsorganisationen, die Wohltätigkeit ausüben, nicht immer ihre Dinge auch gut ausführen, auch wenn vieles gut gemeint sind. Also wir brauchen hier Transparenz, wir brauchen hier auch eine offene Rechnungslegung und möglicherweise brauchen wir auch zumindest bestimmte Standards in solchen Prüfverbänden, die eben auch staatlichen Regularien entsprechen. Dann gehen wir gleich mal von solchen kleinen Prüfverbänden hin zu den wohl größten privaten Finanzprüfern, den Ratingagenturen. Die können ja Konzerne zum Zusammenbrechen bringen, sogar ganze Staaten, die agieren international. Wie will man die überhaupt kontrollieren? Das ist ein Grundproblem. Da geht es ja im Grunde nicht um Prüfung, sondern um Bewertung. Das ist ja noch einmal ein anderer Aspekt. Und hinzu kommt, dass wir quasi eine Oligopolsituation haben. Wir haben drei große, die jetzt die Kapitalmärkte irgendwie prüfen. Und das Grundproblem ist, dass die Auftraggeber ihre eigenen Bewertungsinstitutionen beauftragen und dadurch eben nicht nur objektive Bewertungen gesichert werden, sondern es kann zu Interessenkonflikten kommen. Und hier haben wir wirklich ein großes Problem. Und die Ratingagenturen, das ist nachgewiesen, haben bei vielen der letzten Finanzkrisen auch ihren Teil beigetragen. Und ich glaube, es wäre wichtig, hier noch einmal Standards zu geben und möglicherweise auch dieses Oligopol aufzuweiten und zu sagen, wir brauchen auch eine europäische oder andere Formen von Bewertungsorganisationen. Also hier sieht man sehr klar die Grenzen des sogenannten Private Governance im Finanzbereich. Dann schauen wir mal auf zentrale Lebensbereiche, wo sich der Staat mitunter mit der Kontrolle auch schwer tut. Die Umweltaufsicht bei Chemiefirmen, die Lebensmittelkontrolle im Schlachthof oder die Gewerbeaufsicht bei gefährlichen Maschinenräumen. Herr Professor Wallacher, wenn man das ernst nehmen würde, dann müsste man ja täglich 100.000-fach kontrollieren. Ist da der Staat nicht schlichtweg überfordert? Grundsätzlich können wir sagen, eine Totalkontrolle wird zum Überwachungsstaat führen. Also wir haben die beiden großen Pole. Auf der einen Seite Totalkontrolle, Überwachungsstaat, wenig Freiheit, ganz große Transaktionskosten, auch wirtschaftlich eigentlich im Grunde nicht nachhaltig. Auf der anderen Seite die Anarchie, fehlende Kontrolle, wo wir, sage ich mal, ein totales Defizit haben. Und hier brauchen wir dann ein sehr gestuftes System von moralischer Einstellung bis hin zur gesetzlichen Regulierung. Das ist im Grunde die Fragestellung, vor der wir stehen. Und deswegen würde ich die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die Codes of Conduct von Unternehmen nie als Alternative zu einer staatlichen Regulierung, sondern bestenfalls als sinnvolle komplementäre Ergänzung dazu sehen. Kommen wir auf die angebliche deutsche Regelungswut zu sprechen. Wäre es nicht besser, man würde insgesamt weniger Vorschriften machen und die wenigen Vorschriften dann aber gründlich auch durchsetzen? Das ist natürlich immer eine Frage. Es gibt die alte gute Unterscheidung, die ich sehr hilfreich finde, zwischen Regulierung und Reglementierung. Für viele
Gerade im Wirtschaftsbereich ist ja der Begriff Regulierung schon sehr negativ behaftet. Aber ich glaube, wir brauchen Regulierungen, um das Gemeinwesen und das Gemeinwohl durchzusetzen. Aber es ist die Frage, welche Form, welche Art von Regulierung wir brauchen. Und da geht es nicht um ein, sag jetzt mal, mehr ist besser, sondern um ein Optimum und manchmal vielleicht um eine weniger Regulierung, eine bessere Regulierung und vor allen Dingen eine transparentere Regulierung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass natürlich die Tatsachen immer komplexer werden. Schauen Sie auf das Steuerrecht. Und wir haben natürlich im internationalen Bereich, dass wir Staaten haben, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, auch bestimmte Regeln, Regulierungen auch durchzusetzen. Wenn nun der Staat Kontrollen an private Dienstleister abgibt, mit welchem Recht tut er das eigentlich? Stiehlt er sich da nicht aus der Verantwortung? Ja, da gibt es unterschiedliche Anreize. Also ein Anreiz war zum Beispiel 1999 Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen, der sagte, wir müssen die Unternehmen als wichtige Akteure mit ins Boot nehmen, um die Menschenrechte durchzusetzen. Und deswegen ist das Thema transnationale Unternehmen und Menschenrechte als ergänzende Form von Regulierung heute wichtig. Wir sehen, dass es viele schwarze Schafe gibt, viele, die nicht sehr viel machen, aber es ist eine wichtige Initiative. Aber nicht noch einmal als Alternative zur staatlichen Regulierung, sondern eher Ergänzung. Und letztendlich bleibt der Staat und die Staatengemeinschaft bleiben die Regelsetzer, die die Kriterien auch geben müssen für das, was man heute freiwillige Selbstverpflichtungen nennt. Und die letztendlich auch die Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit das funktionieren kann überhaupt. Ein Unternehmen gibt es, das im Laufe der Zeit immer mehr Kontrollaufgaben übernommen hat. Und das ist der TÜV und in diesem Fall der TÜV Süd. Da fragen sich manche schon vielleicht zu viele Aufgaben. Kann der TÜV das überhaupt alles noch gründlich kontrollieren? Ja, und die Zweifel nehmen zu nach dieser wirklich furchtbaren Geschichte in Brasilien. Brasilien. Millionen Tonnen Schlamm ergießen sich über einen ganzen Landstrich. Über 200 Menschen sterben. Dabei hatte der TÜV Süd vor wenigen Monaten an dem Damm keine Mängel festgestellt. Der TÜV, Symbol deutscher Gründlichkeit. Wie konnte das passieren? Seit der Liberalisierung des EU-Prüfmarktes vor 13 Jahren haben Prüfgesellschaften wie der TÜV Süd und der TÜV Rheinland ihr Geschäftsfeld ausgeweitet. Inzwischen prüfen sie fast alles, was zertifizierbar ist. Spielzeug, Medizinprodukte, Nachhaltigkeitsprojekte. Ein riesiger Markt. Der Jahresumsatz des TÜV Süd 2,4 Milliarden Euro. Doch immer wieder gibt es Probleme mit TÜV-zertifizierten Produkten. Der bekannteste Skandal? 2010 zertifizierte der TÜV Rheinland Brustimplantate, die mit Billigsilikon gefüllt waren. Der Medizinanwalt Jörg Heinemann hatte vor Gericht mit verschiedenen TÜV-Gesellschaften zu tun. Für ihn liegt das Problem darin, dass der TÜV nur das prüft, worum ihn der Auftraggeber bittet und wofür er bezahlt. Kann so Sicherheit gewährleistet werden? Ja, bei Medizinprodukten ist es so, dass sie die Medizinprodukte selbst überhaupt nicht prüfen, sondern die prüfen nur die Unterlagen, die der Hersteller einreicht. Ob die nun stimmen oder nicht, das weiß man nicht. Und man hat das ja in den PIP-Fällen bei den Brustimplantaten gesehen, dass man da munter betrügen konnte und das auch an der Zertifizierungsstelle, also an der Prüfstelle vorbeiging. Der Wirtschaftsjurist Michael Adams fordert, dass auch Prüfunternehmen wie der TÜV künftig überwacht werden. Es gibt keinen TÜV für den TÜV. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen entweder ein Aufsichtsamt wie die BaFin für Banken und Versicherungen oder aber ein Rechnungslegungsinstitut, wie es die Wirtschaftsprüfer haben. In Brasilien ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Dem Konzern drohen jetzt nach Presseberichten Entschädigungsforderungen in Milliardenhöhe. Prüfen und kontrollieren als milliardenschweres Geschäftsmodell. Herr Professor Wallacher, wir haben gehört, private Dienstleister, die prüfen, aber die prüfen nur das, wofür sie Geld bekommen. Und wenn es dann eben am Ende nur die Akten sind, kann denn umfassende Sicherheit am Ende nur der Staat garantieren? Indem er die letzte Kontrollinstanz hat, wohl ja. In diesem Fall sehen wir natürlich das Grundproblem, das sehr ähnlich zu den Ratingagenturen ist. Es gibt eine Abhängigkeit zwischen dem Auftraggeber und der Prüfinstitution. Es werden nur Teile kontrolliert, nur für das, was bezahlt wird. Und das garantiert nicht die umfassende Sicherheit. Wir haben hier das Problem einer
Liberalisierung des Prüfwesens. Das wurde ja auch schon angesprochen. Und hier haben wir zwei grundsätzliche Probleme. Einmal die Abhängigkeit und das andere, die Haftungsfragen sind völlig ungeklärt. Das heißt, die Prüfinstitute werden aus der Haftung herausgenommen und damit haben wir im Grunde ein Ungleichgewicht zwischen dem Risiko, das dadurch entsteht, und der haftenden Institution. Und das ist in die Schieflage geraten und das müssen wir durch eine staatliche Aufsicht dieser Prüfinstitute wieder einholen. Oder man könnte anders sagen, der TÜV Süd, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und macht die Prüfaufgaben in deinem ureigenen Feld. Und das Außergeschäftsfeld ist etwas, für das private Unternehmen nicht zuständig sein soll. Ein weiteres Problem bei der Staatskontrolle. Der Staat kann ja konkurrierende Interessen verfolgen. Auf der einen Seite will er Steuern einnehmen, dann muss er die Steuerfahnder losschicken. Oder aber er will, dass sich Firmen ansiedeln und Jobs schaffen. Dann hält er vielleicht tendenziell die Steuerfahnder ein kleines bisschen zurück. Ist die Handhabung, die flexible Handhabung von Kontrollen auch ein Standortvorteil? Zunächst einmal müsste man grundsätzlich sagen, hat der Staat dieses Monopol hier für Kontrolle zu sorgen, wirklich auch durchzusetzen. Und zwar unbesehen von der Institution, die geprüft wird. Wir sehen das gleich aber noch einmal auf internationaler Ebene, verschärft sich dieses Problem, weil dort die Staaten dann in Wettbewerb untereinander geraten und wir viele Bereiche haben, Sie haben vorhin den Klimaschutz gesagt, wo wir ein Pariser Klimaschutzabkommen haben und die Staaten aufgefordert werden, Zielvereinbarungen zu geben. Die sind alle zunächst einmal vollmundige Vereinbarungen. Wir sehen, Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele 2020. Sage jetzt mal krachend. Und wer zieht dann die einzelnen Staaten heran, die ihre selbstverpflichteten Ziele dann auch nicht einhalten? Also hier brauchen wir Mechanismen im Inland, ein klares Kriterium, dass der Staat, wenn er für Kontrollaufgaben zuständig ist, die wahrnimmt. Und auf internationalem Bereich brauchen wir verlässliche Vereinbarungen, die das auch sichern. Ja, und ein Optimierungspotenzial bei der Kontrolle gibt es auch beim Thema Abgase. Wie sauber Pkw sind, das interessiert nach der Zulassung den Staat nur noch wenig. Und bei den Lastwagen ist das immerhin ein bisschen anders. Morgens auf der A1 bei Osnabrück. Eine Kontrolleinheit des Bundesamtes für Güterverkehr lotst einen Lkw auf den Parkplatz. Was der Fahrer nicht ahnt, diesmal geht es nicht wie sonst um die Einhaltung von Ruhezeiten oder die Maut. Kontrolleur Michael Dransmann hat etwas ganz anderes vor. Er ist auf der Suche nach illegalen Manipulationen von Abgaseinrichtungen. Der Lkw kommt ihm bald schon verdächtig vor. Wenige Minuten später wird der Experte fündig. Also ich würde mal sagen, Bingo. Der Kontrolleur hat einen sogenannten AdBlue-Emulator entdeckt. Ein illegales Gerät, mit dem man die Abgasreinigung ganz einfach abschalten kann. Das spart dem Spediteur viel Geld, denn er muss nicht zusätzlich zum Kraftstoff die teure sogenannte AdBlue-Flüssigkeit tanken, die moderne Lkw zur Abgasreinigung brauchen. Doch dieses harmlos aussehende Kästchen macht aus einem eigentlich hochmodernen, schadstoffarmen Fahrzeug eine regelrechte Dreckschleuder. Nicht nur bei Lkw wird getrickst. Auch bei Pkw gibt es massenhaft Manipulationen. Wir sind in Berlin. Joachim Bühler vom Verband der Technischen Überwachungsvereine nennt eine alarmierende Zahl. Wir gehen davon aus, dass zwischen 5% und 10% der Pkw in Deutschland defekte oder manipulierte Abgasanlagen haben. Und das bedeutet bei einem Fahrzeugstand von ca. 45 Millionen Pkw in Deutschland, dass bis zu 4,5 Millionen Fahrzeuge betroffen sein könnten. Viele Pkw-Besitzer schalten auch den Dieselpartikelfilter aus. Dabei sind diese Filter hocheffizient. Gut 99% der gesundheitsgefährdenden Partikel werden durch sie eliminiert. Werden sie abgeschaltet, hat das katastrophale Folgen. Man muss das auf die Millionen PKWs hochrechnen, die manipuliert sind. Und dann kommen schon einige Tonnen zusammen. Und dann ist es auch sicherlich nicht verwunderlich, dass hier auch ein zusätzlicher Faktor ins Spiel kommt, der eben die Luftreinhaltung in den Städten gefährdet. Wie verbreitet diese illegale Umgehung des Dieselpartikelfilters ist, wollen wir selbst ausprobieren.
Während bei sauberen Fahrzeugen sich die Partikelanzahl in der Luft kaum verändert, steigt der Wert bei manipulierten Fahrzeugen deutlich an. Dieses Taxi zum Beispiel ist sauber. Im Gegensatz zum nächsten. Selbst in einer Entfernung von gut 3 Metern verzehnfacht sich die Anzahl der Partikel in der Luft. Ich finde es unglaublich, dass hier Filter ausgebaut werden. Ich finde es auch unglaublich, dass die Behörden nicht reagieren und dies überprüfen. Das ist der Skandal. Es kann nicht sein, dass wir Geld ausgeben, um die Abgasemissionen auf ein Niveau zu senken, die uns gesundheitsmäßig nicht mehr schädigt. Und gleichzeitig kommen Leute hinterher und bauen die Filter aus. Und niemand kontrolliert das. Und wirklich, Kontrolle, Fehlanzeige. Nicht einmal bei der TÜV-Hauptuntersuchung werden solche Manipulationen entdeckt. Fazit: zu geringe Strafen, zu wenig Kontrollen. Egal ob LKW oder PKW. Fahrzeugmanipulierer haben in Deutschland leichtes Spiel. Herr Professor Wallacher, fehlt beim LKW und mehr noch beim Auto auch ein Stück weit der politische Wille, das Recht durchzusetzen? Möglicherweise fehlt der politische Wille, aber es fehlt vielleicht auch der Wille der Konsumenten und Nachfrager für diesen Mehrwert einer sauberen Abgaseinrichtung die entsprechende Summe zu zahlen, die notwendig wäre, um das zu erhalten. Also ich glaube, wir haben hier eine, sage ich jetzt mal, etwas explosive Mischung zwischen Interessen der Kunden an möglichst günstigen Fahrzeugen und natürlich auch noch einmal ein Interesse der Politik, die Automobilindustrie, die ja eine Schlüsselindustrie ist für Deutschland, mit vielen Arbeitsplätzen nicht zu sehr auf die Füße zu treten. Und ich glaube, daraus entsteht eine Doppelmoral, die wir ja auch bei der Dieselaffäre gesehen haben, die es so schwer uns fallen lässt, diese Affäre aufzuklären. Warum lässt sich eigentlich ein politischer Konsens so schwer finden, wie viel staatlicher Kontrolle es überhaupt bedarf? Naja, weil viele Interessen beteiligt sind von einzelnen Konsumenten, aber auch von einer, wie im Fall der Automobilindustrie, natürlich sehr mächtigen Industrie, die ohne Frage auch für die Volkswirtschaft in Deutschland sehr bedeutend ist. Und daraus ergibt sich ein Interessengeflecht. Schauen Sie, bei Volkswagen kommen noch die Gewerkschaften dazu, die auch ein starkes Interesse haben, diese Arbeitsplätze zu erhalten, sodass es relativ schwierig wird, eine klare Regulierung dann auch zu finden im Interesse, sage jetzt mal, auch einer Nachhaltigkeit von nachkommenden Generationen. Weil momentan scheinen immer noch die Interessen derjenigen, die ein Interesse an günstigeren Fahrzeugen haben, zu obsiegen. Und deswegen gibt es momentan keine politischen Mehrheiten für wirkliche Reformen in diesem Bereich. Herr Professor Wallacher, lassen Sie uns auf die Selbstkontrolle zurückkommen. In welchen Fällen und unter welchen Bedingungen kann die denn überhaupt funktionieren? Und wo funktioniert sie? Ja, es gibt Beispiele, wo man sagen kann, ja, da hat sich das zumindest als Minus Malum, würde ich jetzt mal sagen, als das kleinere Übel bewährt. Noch einmal will ich auf diesen ganzen Bereich der Globalisierung kommen. Wenn wir die Verlagerung von Wertschöpfungsketten über Länder hinweg haben, wo produziert wird, und zwar ganz bewusst in Länder, wo der Staat kein Interesse oder keine Fähigkeit hat, Regeln einzuhalten. Nehmen Sie die Textilindustrie, Bangladesch und die ganzen Unfälle. Dort gab es die Gesetze über die Gesundheitsgefährdung, dort gab es Brandschutzregeln, die wurden aber evident oder werden evident verletzt. Und die produzierenden Unternehmen wissen oder wussten darum. Und insofern brauchen wir ergänzend, nicht als Alternative, ergänzend Formen, wie zum Beispiel das Textillabel, was Entwicklungsminister Müller auf den Weg bringt. Oder wir brauchen eben auch Formen, wo NGOs Unternehmen kontrollieren und diese ganze Siegel bei aller Problematik, die damit verbunden sind. Und es gibt aber zum Beispiel die FSK-Regeln, wo man sagt, es sind sehr bewährte Formen auch der Selbstkontrolle, wo unterschiedliche Verbände sich gegenseitig kontrollieren. Es gibt andere Bereiche, wenn ich etwa mal die Kampagne nehme, Publish What You Pay, wirtschaftsethisch einer der schlimmsten Bereiche international, ist der internationale Rohstoffabbau. Mhm. Und das ist eine Initiative, die versucht, Transparenz und Rechenschaftspflicht in die Geldflüsse zu bringen, die mit dem Abbau von Edelmetallen, von Rohstoffen verbunden sind, indem man sagt, die Staaten müssen offenlegen, was sie einnehmen und die Unternehmen müssen offenlegen, was sie zahlen. Sehr schwache Elemente, Soft Law. Aber ich würde sagen, besser als gar nichts. Wir müssen daran hinarbeiten, dass sie, sag jetzt mal, wirksamer werden und möglichst dann auch noch durch staatliche Gesetze unterlegt und kontrolliert. Hier in Deutschland hat man manchmal den Eindruck, dass die Politik sehr auf Freiwilligkeit setzt. Aber ist es nicht die ureigenste Aufgabe von Politik, Regeln zu setzen und die dann auch durchzusetzen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das allgemein ist, nur auf Freiwilligkeit zu setzen, aber da gibt es massive Interessen. Schauen Sie, Verbraucherschutz. Sie haben vorhin, die Kennzeichnungspflicht von Zucker irgendwie gemacht. Mhm. Das ist eine Frage, wo der politische Wille möglicherweise nicht fehlt oder die Lobbyinteressen bestimmter Produzenten stärker sind. Hier würde ich mir wünschen, dass man sich an positiven Beispielen wie England als Hort der Liberalität auch ansetzt und zu sagen, es gibt verpflichtende Regeln für die Nennung des Zuckergehalts oder Obergrenzen dafür. Das würde der Volksgesundheit sehr gut tun in Deutschland. Sie haben ja gerade eben gesagt, manchmal kommt der Staat seiner Kontrollpflicht nicht nach. Da stellt sich mir die Frage, wer kontrolliert eigentlich den Staat oder die Staaten, wenn es sich in der Staatengemeinschaft abspielt? Zunächst mal der Staat kontrollieren die souveränen Bürger und Bürgerinnen, die in demokratischen Verfahren darüber abstimmen, ob der Staat seine Funktion, Regel zu setzen und Regel zu überwachen, auch nachkommt. Das würde ich sagen, das sind Fragen der demokratischen Kontrolle. Und ich würde immer sagen, dort, wo solche lässlichen Verfahren wahlentscheidend werden könnten, wird der Staat und wird die Exekutive ihrer Pflicht sofort nachkommen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von Fragen, wo können sich Verbraucherinteressen zum Beispiel so zusammenschließen und artikulieren, dass sie wirklich auch wirkmächtig werden im Hinblick auf die politische Durchsetzung. Hat die Politik zu viel Angst vor Gesetzen, Angst davor, dass diese Gesetze dann beim Bürger als Verbote ankommen? Und muss sie da insgesamt ihrer Kontrollpflicht wieder etwas selbstbewusster nachkommen? Ja, noch einmal, wir haben ja nicht einen Mangel an Gesetzen in Deutschland, sondern wir haben einen Mangel vielleicht von wirksamen, einfachen, transparenten Gesetzen. Möglicherweise brauchen wir in vielen Bereichen haben wir eine Überregulierung. Das heißt, wir müssen... Und das ist, glaube ich, natürlich auch das Ergebnis einer Verbände-Demokratie, die wir ja haben. Vielleicht muss die Politik wieder mehr Mut haben, gegen Lobbyinteressen starker Interessengruppen auch umzusteuern, weil bei jeder Reform wird es Verlierer geben. Und das ist das Grundproblem. Deswegen sind Reformen in diesem Bereich, ob mehr oder weniger Regulierung, das sei mal dahingestellt, immer schwierig, weil es immer Verlierer geben wird. Ja, und das sagt der Ökonom und Philosoph Johannes Wallacher von der Hochschule für Philosophie in München. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und vielen Dank für Ihre Expertise. Danke. Ja, und das war Alpha Demokratie heute mit dem Thema staatliche Kontrolle versus Eigenkontrolle. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und wenn Sie Kritik haben, Anregungen oder Fragen, dann können Sie uns gerne schreiben. Am besten per E-Mail an alpha-demokratie@br.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.